nicht kann zerstören. Aber mich hat er auch weitergebracht. Es gibt Verhaltensweisen, die in vielen Kulturen als verwerflich gelten. Bei uns sind sie bekannt als die 7 Todsünden. Eine davon ist Neid. Das nagende Gefühl, etwas zu wollen, das andere haben. Bianca Sissing, Ex-Miss Schweiz und Yogalehrerin, kennt das Gefühl Neid besser als ihre Liebe ist. Ja. Oh ja. Ich weiss nicht mehr, wie. Wenn man drauf drückt, dann. Ah, oh, so schön. Es ist ein grosser Wunsch von dir, Kinder zu haben. Es hat bis jetzt nicht geklappt. Du bist über 40. Was empfindest du, wenn du so da innen bist? Inmitten von Kleidern, Spielzeugen? Ich liebe Kinderkleider. Ich finde sie mega schön. Ich tue sie schön anschauen und mich vorstellen, was ich kaufen würde für mein Kind, ob Mädchen oder Bub. Das ist auch eine Art Therapie geworden von meiner Ärztin nach der Fehlgeburt, das zu machen. In so Läden zu gehen? Ja. Warum denn? Zum wertschätzen der Seele, die zu mir gekommen ist. Mhm. Und das nicht einfach abschütteln, oder, sondern Energie zu geben und das anzunehmen und der Seele zum Schätzen. Das immer wieder. Du gehst regelmäßig an so Ort, um dich mit dem zu konfrontieren. Also gerade in der Zeit der Fehlgeburt, ja. Und so, das bin ich intensiver gemacht. Ja, da habe ich wirklich manchmal in Tränen ausgebracht im Magen hinein. Aber es hat geholfen. Ja. Es hat wirklich geholfen. Ja. Entsteht, wenn andere Menschen etwas haben, das man selber gerne hätte. Mhm. Wie äußert sich der Kinderneid bei dir? Für mich, wenn ich zum Beispiel Frauen sehe mit Kind oder schwangere Frauen, ich habe nicht Neid um das Kind oder um die Frau, sondern was ich manchmal unfair finde, sind so Frauen, die gar kein Kind möchten haben und sofort schwanger werden, ohne zu wollen. Also es gibt zum Beispiel Leute, die süchtig sind, Alkohol oder Drogen oder so, die einfach mega schnell schwanger werden und Kind haben. Und das finde ich, ich weiß nicht, dann bin ich neidisch, weil ich denke, wieso kann ich, wo gesund bin und das unbedingt möchte und ja, wieso kann ich das nicht haben? Mhm. Ist das auch etwas, was du körperlich spürst, die Gefühle?
Es macht manchmal Frust, Frustration. Ja, es versteht die Welt nicht. So. Weil sie so unfair ist? Ja, weil es so. Ja. Und dann. Ja. Und dann probiere ich wirklich zum. Like, okay, jeder Mensch hat seine Geschichte oder sein Destiny. Ja. Ja, es sind ganz viele verschiedene Emotionen. Also. Frust und Trauer und unfair, aber gleichzeitig. Ich finde Familie so schön. Und gleichzeitig habe ich Freude, wenn ich Kind sehe. Und die Interaktion in der Familie. Es sind ganz häufige Emotionen. Also, ja. Kannst du in dem Moment auch freuen für eine Familie? Ja, absolut. Ja, ja. Ich habe viele Kollegen, Kolleginnen, die Kinder haben und Familie. Und ich finde den ganzen Prozess vom Kind beobachten und sehen und miterleben, wachsen, mega schön. Für meinen Körper, für meine Seele ist Bewegung mega wichtig. Es hat mich wirklich begleitet durch die ganzen letzten paar Jahre. Auch wenn ich keine Motivation hatte, habe ich gewusst, ich muss meine Yoga machen, ich muss auf meine Matte stehen und bewegen. Und das hat mich wirklich geholfen, die Emotionen aus dem Körper zu schaffen. Was würdest du sagen, was würde dir fehlen, wenn du jetzt wirklich kein Kind hättest? Ja, vielleicht das Gefühl, von ein Teil von meiner Fraulichkeit nicht können ausleben. Ja. Wie hast du denn gelernt, weißt, mit dem auch umzugehen? Ich gehe davon aus, weil du doch über 40 jetzt bist, musst du dir überlegen, was wäre, wenn das nie passieren würde, der für dich innigste Wunsch? Ja. Ich tue immer wieder mit diesen Gedanken auseinandersetzen, weil es kann wirklich sein, dass es nicht passiert. Und es macht mich traurig. Natürlich macht mir das traurig, weil ja, ich hätte es wirklich sehr gern. Ich habe zu lange gewartet. Ich habe zu lange gewartet mit der Hoffnung, dass mein damaliger Partner, Mann, wird das auch wollen, so fest wie ich. Und ich habe gewartet auf diesen Punkt und dieser Punkt ist nie gekommen. 10 Jahre lang letztlich. Genau, 10 Jahre. Und am Schluss ist geheißen, er will kein Kind. Und ja, und das Bittere jetzt ist, dass vor einem Jahr hat er ein Kind bekommen mit seiner Freundin. Und das ist mega hart zum Abschlucken. Mega hart. Und ich weiss, als ich das herausgefunden habe, hatte ich noch mal einen Breakdown, einen Meltdown. Boah, das ist so krass, ey. Ja. Er hat mich wörtlich gesagt, er will kein Kind, ich soll einen anderen Mann finden, mit mir ein Kind zu machen. Ja. Yeah. Da wirst du einfach hässig, oder? Ja, manchmal habe ich die Emotionen vom hässig oder vom Wut. Das ist auch schon vorgekommen. Und wie ich das. Also, das ist wichtig, dass man auch die Emotionen rauslässt. Und manchmal nehme ich dann daheim so eine Schwimmnudel und tu mit der Schwimmnudel auf mein Bett schlagen. So richtig, zack, zack. Und das hilft wirklich, so meine Wut manchmal rauszulassen. Kanalisieren. Genau. Wie heisst das? Das Leben muss schön sein. Und einfach sein. Ja. Yeah.
vielleicht gehört das einfach zur Mini. Was muss ich daraus lernen? Mm. Was würdest du sagen, hat dich das Gefühl Neid in deinem Leben bisher gelehrt? Es forciert einem, sein eigenes Leben anzuschauen und probieren, wirklich gute Sachen in den Fokus zu bringen. Also, anstatt was habe ich nicht, zu fokussieren, was habe ich, auf dem zu fokussieren. Es ist mega schwierig. Aber wenn ich probiere, so anzuschauen, wie geht es mir gut und was habe ich erreicht, was habe ich mit meinem Leben können erschaffen, das hilft, um dann nicht das, was ich nicht habe, zum ein bisschen, dass es nicht zu destruktiv wird. Das Yoga hat mich wirklich geholfen, zum frei werden, dass ich kann dann wieder neue Perspektiven haben im Leben und weitergehen. Thema Neid aus der Bianca Sissing ihrer ganz persönlichen Sicht. Was macht Neid mit euch? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare.